Ganz reinschauen. Okay, komm, sind da. Die Körper. Gut, dann schreibe ich nichts in den Chat. Herzlich willkommen zu unserem Doorgame Geeks Livestream. Heute zu unserem interaktiven Brettspiel-Review und zwar zu Gloomhaven. Gloomhaven, Folge 3. Genau, zu Gloomhaven. Ja. Richtig große Box. Ich stöße nicht auf den Tisch, weil dann sieht man uns nicht mehr. Eben, wir hätten auch aus der Box rauskriechen können, aber es geht sich gerade nicht aus. Aber fast. Genau. So. Magst du mal was zur Spielanzahl und zur Dauer und so vom Spiel erzählen? Ja, ja, Gloomhaven ist ein ziemlicher Brocken, wie es an der Box jetzt schon erkennt habt oder erkennen können habt. Und wahrscheinlich habt ihr irgendwo schon mal was zu Gloomhaven gehört. Das ist ein ziemlich gehyptes Spiel eigentlich immer noch. Mhm. War bei Kickstarter sehr erfolgreich. Gibt es mittlerweile in Deutsch auch schon für Feuerlandspiele. Und ja, es ist Kategorie Dungeon Crawler, Spielerzahl 1 bis 4 und Dauer ist, wenn ich jetzt nach der Kampagne gehe, ist man gute 300 Stunden damit beschäftigt. Also es sind über 90 Abenteuer drinnen, die man zwar nicht alle am Stück spielt, sondern es verzweigt sich dann in der Mitte drin einmal, aber pro Session würde ich sagen 1,5-2 Stunden. Wenn man Aufbau auch noch mit dazu rechnet, würde ich sagen, nur mal eine gute Stunde dazu. Kommt halt darauf an, wie man das Spiel sortiert hat, im Großen und Ganzen. Ja, also da habe ich eigentlich eine recht ähnliche Erfahrung gehabt. Also das Spiel, also manchmal dauert es einmal wirklich ein bisschen kürzer, manchmal ist man mit einer Stunde fertig, aber doch meistens 2 Stunden, ja, 2,5 Stunden mit Aufbau noch dazu. Und es kommt halt auch darauf an, ob man eben seine Charaktere nur ein bisschen levelt und nur Gegenstände kauft oder irgendwelche Interaktionen macht in der Stadt. Das Administrative ist eigentlich immer plus 30 Minuten, kann man dann gerne mal rechnen, weil man muss halt doch schauen, was nehmen wir für neue Karten dazu. Genau, was, oder was für Map spielen wir das mal. Ja. Man hat immer die Auswahl zu mehreren Szenarien, die man zur Auswahl hat. Ja. Weil insgesamt sind es, glaube ich, 100 Szenarien? Circa, ja, so irgendwas zwischen 90 und 100. Und es empfiehlt sich auch, dass man sagt, man lässt vielleicht ein Szenario aufgebaut von einer Session zur nächsten, wenn es irgendwie möglich ist. Weil dann spart man sich doch einiges an Zeit. Aber es sind irgendwie 42 verschiedene Monster allein schon aus Pappe. Wohlgemerkt, ja. Gott sei Dank, weil aus Miniaturen wird das Ganze, glaube ich, in eine dreimal so große Box reinkehren. Und die Spielercharaktere sind Miniaturen aus Plastik, wobei man nicht alle von Anfang an zugänglich hat. Genau, sind aber sehr schön, wir können nachher ja nicht herzeigen. Mhm. Zuerst mal vielleicht nur Spielanzahl, eben 1 bis 4 Spieler. Ja. Ich habe es immer nur zu dritt oder zu viert gespielt. Mhm. Ich finde, zwischen 3 und 4 Spiele war jetzt nicht viel Unterschied von der Zeit her. Ich glaube, dass schon proportional ein bisschen steigt mit der Spieleranzahl, weil man eben beim Spielaufbau schon laut Regelheft oder laut Kampagnenheft oder eigentlich Buch schon gesagt kriegt, wie viel Monster man aufstellt. Es skaliert halt nach Spieleranzahl. Darum würde ich sagen, ist bei 2 Spielern am kürzesten. Es ist auch so, also zu zweit kann man halt natürlich spüren, dass jeder einen Charakter spielt. Dafür ist dann auch in den Szenarien eben Regeln angegeben. Dann sind meistens weniger Monster da oder weniger Elite-Monster. Man kann aber natürlich auch mit mehr Charakteren spielen, also dass jeder 2 Charaktere spielt. Und dann dauert es aber, glaube ich, ähnlich lang, wie wenn man zu viert spielt. Es kommt halt dann natürlich ein bisschen darauf an, wie lange die Spieler brauchen zum Nachdenken, aber ja. Ja. Und alleine habe ich es nie gespielt. Es gibt Solo-Szenarien sogar. Gibt es ein eigenes Heft mit, glaube ich, um die 20 Stück. Ich muss jetzt lernen, ich weiß nicht ganz genau, aber um die 20 Solo-Szenarien. Und ich glaube, es lässt sich Solo auch sehr gut spielen. Auf jeden Fall. Also auch Solo mit mehr Helden. Es ist ja ein eben so ein Dungeon-Crawler, allerdings spielt man natürlich kooperativ gegen den Dungeon. Somit braucht man keinen Gegenspieler.
in dem Fall. Genau. Vom Platz her, man braucht schon ein bisschen Platz. Es ist jetzt nicht überdimensional groß. Einfach wie, ja, relativ normal ich vom sage Platz mal, her. Im Verhältnis zu der Größe von dem ganzen Material und zur Box ist der Platzverbrauch moderat, wie bei einem Dungeon Crawler, wie man es halt von einem Descent vielleicht kennt oder ja, die üblichen Verdächtigen. Man hat halt in der Mitte seine Map aufgelegt, rundherum ein paar Monster dazu. Genau, wie man es schon aus Dungeon Crawlern kennt eben, es gibt eben diese Dungeon Tiles und dementsprechend viele gibt es da eben und naja, meistens braucht man 4 bis 6 solche Teile. Ja. Genau. Wie ihr schon seht, ich habe mir da ein paar Schachteln dazu gemacht. Das schadet auf jeden Fall nicht, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, zusätzliche Teile zu unterteilen, weil wenn das alles in Sackerl ist oder sowas, da wird man zum Schwamm mal. Ja, beim Aufbau. Also es ist wirklich, bei dem Spiel ist eins der wenigen, wo ich sage, es ist wirklich essentiell wichtig, dass man das Spiel gut sortiert, damit man sich einfach Zeit beim Aufbau spart. Und man spart sich einiges an Zeit. Ja. Holen wir mal die Box drauf. Mhm. Also, eigene Sorting-Mechanismen zu kriegen, das ist schon mal nicht so schlecht. Allerdings wird man dabei trotzdem nur Platzprobleme haben, weil man muss es trotzdem nur richtig sortieren. Also zum einen hat man da eben ein riesiges Kampagnenbuch. Eben, es sind etwa 100 Szenarien, mit denen ich euch natürlich jetzt nicht spoilern möchte. Von der Kampagne ist es ja so, dass man nicht unbedingt auf jedes Szenario trifft. Also manchmal hat man durchaus die Entscheidung, ich gehe entweder dorthin oder dorthin und man blockiert sich dadurch einen Weg. Ein üppiges Regelheft. Dann gibt es eben einige Sticker für die neuen Locations, wo man heute schon gewesen ist. Genau, es ist so ein bisschen Legacy-Light, würde ich sagen. Ja, es ist schon Legacy. Also man klebt Sticker nach beendeten Szenarien oder beziehungsweise vor Szenarien auf die Übersichtsmap, das quasi wie so ein normales Spielboard ist. Genau, das wäre die hier. Da kann man sich dann sozusagen entscheiden, welche Location man besuchen möchte, weil manchmal wird es auch komplett freigestellt. Oder es gibt einfach eine fixe Location, je nach einer Entscheidung von einer Quest, die man besuchen muss. Glaube ich, dass man manchmal wirklich fix wohin gehen muss oder es werden halt fixe aufgeklebt zumindest. Genau. Und dann kann ich halt dann auf dem Spielbrett die abhackeln, also man kann es auch beschriften. Wobei es gibt auch Removable Stickers zu kaufen. Genau. Das ist vielleicht auch, ich glaube für 10 Euro man nennt. Ja, und dann kann man es halt wirklich einfach wieder spülen. Ja. So. Warum jetzt bei mir nur recht wenig aufgeklebt ist, ich habe das Spiel relativ viel gespielt, aber ich habe bei einer anderen Kampagne mitgespielt. Mhm. Die haben auch die Kampagne durchgespielt, die war eher so der Ersatzspieler. Das geht bei dem Spiel eigentlich relativ gut. Also bei uns war es so, wir haben zu viert gespielt, wobei eigentlich zwei ziemlich fix mitgespielt haben und die anderen waren eher Ersatzspieler. Wie man hier in der Box sieht, es gibt relativ viele Charaktere. Man kann die Charaktere auch immer wieder spielen und es werden viele Charaktere noch freigeschalten durch persönliche Ziele. Und ja, manchmal ist dann ein Charakter dabei, manchmal nicht. Auch unterschiedliche Level unter den Charakteren ist jetzt eigentlich kein Problem, weil sie dadurch der Schwierigkeitsgrad berechnet. Genau. Das geht eigentlich recht gut. Wie gesagt, ich habe etwa, ich schätze mal, 25, 30 Szenarien mitgespielt, also eigentlich echt nicht so wenig. Mhm. Und auch drei Charaktere eigentlich durchgespielt. Genau, du hast halt bei jedem Charakter sozusagen, ziehst du ein Lebensziel. Und wenn man das erreicht, das können verschiedenste Sachen sein, dann schickt man sozusagen in Rente und dadurch darf man dann eine neue Box aufmachen mit einem bestimmten Symbol. Was halt auch so einen leichten Legacy-Modus dann sozusagen. Also die Charaktere sind nicht alle von Anfang an freigeschalten. Es genau, hat also einige Überraschungen dabei. Der Schurke ist eh freigeschalten, oder? Ja. nur sicher zu gehen. Genau. Die Miniaturen sind sehr schön. Und es gibt eben Sharper. Derjenige, bei dem ich es gespielt habe, der hat es bemalt. Das schaut auch wirklich schön aus. Es gibt sehr viele Karten, die nach 3 freigeschalten werden. Genau.
das ist eigentlich dann auch schon gewesen mit dem Material. Also es ist echt viel und ja. Sehr schön, sehr hochwertig. Genau, eben viele Sachen zum Rauspoppen am Anfang, eben diese ganzen Standys und andere Materialien. Ich glaube, das können wir die Schachtel wieder wegtun. Jawohl, Gewicht heben. Ja, es ist ein typisches Fantasy-Spiel. Mhm. Sehr düster. Ja, genau, eher düster in dieser Welt von Gloomhaven eben. Von der Komplexität her finde ich mittel. Ja. Es hat auf jeden Fall einige Kniffe drinnen. Ich finde die Mechaniken sehr gut. Also für mich ist es meistens so, also dadurch, dass ich Rollenspiele spiele, finde ich, haben diese Dungeon Crawler relativ wenig Rollenspiel drinnen im Vergleich zum Pen and Paper Rollenspiel. Und meistens haben sie auch von der Mechanik nicht so viel drinnen wie ein Brettspiel, ein komplexeres. Gloomhaven hat das, finde ich, aber recht gut hingekriegt. Die Mechaniken sind relativ gut, funktionieren sehr gut miteinander und ja, da erzähle ich nachher nur ein bisschen mehr, was da eigentlich so richtig Besonderheiten sind. Wie im Chat lässt es sich gut zu zweit spielen, definitiv. Also ich habe es mit meiner Frau das erste Mal zu zweit gespielt, oder beziehungsweise wir haben mehrere Abenteuer zu zweit gespielt und das funktioniert spitze. Weil denkst du hast eine gute Zeitersparnis drinnen und wie gesagt, die Abenteuer skalieren komplett nach der Spieleranzahl. Also es ist wirklich egal, mit welcher Kombination an Spielern du spielst, bleibt es eigentlich immer schön balanced. Definitiv, ja. Ja, gut zu finde ich auch. Und ja, von der Mechanik her ist es halt ein bisschen wie ein Puzzle-Spiel fast. Also du hast halt deine Handkarten, ungefähr 9 oder 10 an der Zahl. Ich glaube, es ist unterschiedlich von Charakter zu Charakter, genau. Das wären auch nicht mehr, also man tauscht diese Karten aus, indem man, oder wenn man auflevelt, und man nimmt halt immer, wenn man dran ist, 2 Karten sucht man sie aus. Und auf jeder Karte sind 2 Aktionen drauf, eine oben und eine unten. Und ich muss mir von einer Karte die obere aussuchen und von der anderen die untere. Genau. Das sind eigentlich immer relativ schwere Entscheidungen, weil wenn man halt eine davon nimmt, dann blockiert man sie die Karte wieder eine Zeit lang, bis man einen Durchlauf gemacht hat. Genau. Und Durchläufe möchte man eigentlich nicht machen. Genau, weil du rastest und wenn du rastest, verlierst du Karten. Und das sind eigentlich die Lebenspunkte, genau. Genau, sind die Karten gleichzeitig die Lebenspunkte. Wenn man keine Karten mehr auf der Hand hat, ist man erschöpft. Und dann scheidet man aus. Und wenn alle Charaktere erschöpft sind, ist Schicht im Schacht. Genau. Ja. Bevor ich noch mehr auf die Mechanik eingehe, möchte ich nur kurz dazu sagen, also das Spiel ist sehr umfangreich. Und ich finde auch von den Kosten, also wenn man sich den Kickstarter anschaut, finde ich es eigentlich nicht so tragisch. Da kommt man etwa auf 100 Euro oder 110 Euro, aber es ist wirklich sehr umfangreich. Also für den Inhalt finde ich es eigentlich voll in Ordnung, der Preis. Ja, also circa 300 Stunden für komplette Kampagne. Und vom Inhalt, das ist mindestens so viel drinnen wie für 2 Brettspiele. Also das ist kein Ding. Das Blöde ist nur, nach dem Kickstarter ist es recht schnell mal vergriffen. Ich glaube, es ist jetzt auch schwer erhältlich im Moment. Es war 2 Print Runs hat es gegeben, oder? Genau. Und beide waren komplett sofort immer vergriffen. Genau. Und Feuerland hat es dann eben auf Deutsch gemacht. War auch dann sofort vergriffen. Und da genau. Hat es dann auch nochmal einen zweiten. Also ich glaube, auf Deutsch kostet es im Moment so um die 150 Euro. Wenn man es vergleicht mit einem 100 Euro Kickstarter, ist es schon mehr. 30, 150 Euro, sowas, ja. Ich finde es vom Preis her immer nur okay, weil es halt wirklich sehr umfangreich ist. Ja. Auch für 150. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube in P3 Comics gibt es gerade nur eins. Ein deutsches Exemplar. Aber, ja. Es ist eigentlich immer relativ schwer zu bekommen, vor allem auf Deutsch. Zusätzlich ist es natürlich so, dass doch Legacy ist. Gebraucht ist so schwierig, da muss man entweder dann die Kampagne anpassen auf das, dass man schon Sachen aufgeklickt hat oder das irgendwie zurücksetzen, damit man es dann wirklich wieder spüren kann. Also man möchte es eigentlich schon neu haben fast. Ja, und es ist sehr textlastig, also ist, wenn man keine guten Englischkenntnisse hat, sehr viel Vorlesetext, auch gut es auf Deutsch zu besitzen. Ich habe sogar mein Englisches komplett verkauft und dann die Deutsche gekauft, weil
Es hat einmal geheißen, es kommt nie auf Deutsch. Und dann haben sie es doch gemacht. Gute Sache. Ja, im Chat hören wir gerade, also auf Deutsch ist es momentan vergriffen. Ja. Also es ist eher selten, dass man so irgendwo sieht und normalerweise dann eben teurer. Okay. Balancing eigentlich immer so, dass es sauknapp ist am Ende. Ja. Und wirklich spannend. Also es ist meistens so, dass auf ein paar Handkarten oder auf die letzte Handkarten, wo ich sage, jetzt das Monster oder der letzte Held, der noch steht. Also es war immer spannend und man hat nie das Gefühl gehabt, das ist unschaffbar. Und auch nicht so, dass man sagt, ich bin da jetzt leicht durchgebreezed sozusagen. Ja. Sondern es war immer schön, spannend und balanced. Ja, also die Mechanik hat da sehr viele Sachen richtig gemacht. Jetzt mal kurz zum Thema und zur Atmosphäre. Also es ist ein Fantasy-Spiel. Wie findest du das Ganze von der Kampagne, von der Geschichte und so weiter? Fantasy-Spiel eher abstrakt. Also nicht so dieses typische Elfen, Zwerge, Gnome und so weiter, sondern es sind halt irgendwie eigene Rassen. Insektenmenschen zum Beispiel, genau, also ja, Magiewesen und so. Der Erfinder hat sich wirklich Gedanken dazu gemacht, zu was Eigenem. Mhm. Es hat sehr einen düsteren Grundton. Ja. Trostlos im positiven Sinne, ein bisschen so diese, man merkt es am Cover schon, diese ganzen Rottöne und so. Und auch so einen Grundton hat irgendwie die ganze Geschichte, meiner Meinung nach. Ja, die Geschichte selbst finde ich schon recht okay. Also ja. ich finde es jetzt nicht wirklich sonderlich herausragend, aber es ist doch so, es gibt halt sehr viel unterschiedliche Story-Stränge und es sind immer wieder welche dabei, die sind richtig cool gemacht. Mhm. Andere sind ein bisschen weniger spannend, die sind eher so Standard-Fantasy-mäßig, andere sind wieder recht hübsch gemacht eigentlich. Ja, aber die Story ist gut genug, dass man gespannt dabei bleibt und das dann auch ein bisschen bei der Stange hält. Ja, es ist so, dass man immer wieder Entscheidungen treffen muss, die durchaus auch andere Zweige öffnen, was auch recht cool ist, finde ich. Was zum Beispiel auch cool ist, ist, wenn man eben einen Charakter zur Ruhe schickt, kommen meistens zusätzliche Events ins Spiel. Oder manche Events werden einfach anders erfüllt, wenn man eine bestimmte Person in der Gruppe hat. Genau. Oder es gibt da manche Events, wo man Entscheidungen treffen muss. Und es gibt aber zweite Karten von denen im Deck, wo eine andere Entscheidung einen anderen Effekt hat. Das heißt, man weiß eigentlich nie, okay, ich habe einmal das gemacht. Wenn es jetzt nur mal macht, dann weiß ich ja schon das Ergebnis. Nein, stimmt nicht ganz. Genau. Manche Karten werden immer wieder reingemischt. Ja. Selbe Fragestellung, aber im Endeffekt andere Ergebnisse. Genau. Das ist auch eine coole Idee gewesen. Also ich finde, er hat schon einige coole Sachen drinnen. Ja, so ist ein Spiel mit Herzblut. Genau. Also richtig. Ja. Fällt da sonst noch was ein zum Thema? Ja, nichts, was jetzt vielleicht nicht spoilern wird, aber ich glaube, man muss es einfach selber rausfinden. Ja, es gibt da viele, viele coole Dungeons. Also manche Dungeons haben so richtig, richtig ein cooles Setting mit einer bestimmten, besonderen Zielgebung. Und ja, da spielt man fünf Dungeons und da auf einmal denkt man sich, wow, der ist ja cool, da müssen wir auf einmal was komplett anders machen. Mhm. Das passiert immer wieder, das ist mir öfter vorgekommen. Manche Dungeons sind wirklich besonders und cool. Ja, und selbst die Standard-Dungeons sind immer durch die interessante Mechanik auch interessant. Ja, also genau. Da ist zwar jetzt vielleicht nichts Besonderes, was in dem Dungeon vorkommt, aber es ist halt immer die Mechanik, die es besonders sein lässt, da man wirklich überlegen muss. Und coole Skills hat, die man dann upgraden kann mit Aufklebern dann auch und so weiter. Das ist schon. Zur Mechanik haben wir nämlich auch eine Frage. Die Monstersteuerung liest sich eher kompliziert in den Regeln. Übersieht man da nicht manchmal ein paar Sachen und steuert die Monster dann versehentlich zu seinen Gunsten? In manchen speziellen Fällen darf man auch tatsächlich zu seinen Gunsten steuern, soweit ich das in Erinnerung habe. Mhm. Aber es geht eigentlich. Es geht. Also manche Monster haben schon relativ spezielle Fähigkeiten und da ist manchmal ein bisschen zum Nachschauen teilweise auch, aber meistens geht's dann. Und die Monster, die kommen immer wieder vor. Also man kennt es dann. Man kennt es dann. Kennen. Es gibt tricky Situationen. Es gibt sogar ein eigenes Programm im Internet, das der Isaac, also der Macher vom Spiel,
geschrieben hat, wo er Situationen aufzeigt. Ah, okay. Und du musst halt dann sagen, A, B oder C, so würde sie das meinst, also zum Üben quasi. Also Okay. er schaut auch wirklich, dass er die Leute das schön beibringt. Also Ja. so richtig verkniffene Situationen und wo du dann wirklich auch, wenn du das Spiel schon besser kennst, überlegen musst, aber das kommt nicht oft vor. Ja. Also zu 90% jetzt gefühlt lernt man die Monster gleich einmal kennen und kann es auch dann schön moven, wo es hinkommt. Generell, das Monster-Tracken ist ein bisschen aufwendiger, finde ich. Also, man hat teilweise schon relativ viele Monster an Bord. Jeder hat eigene Lebenspunkte. Manche werden dann zum Beispiel betäubt. Andere kriegen den Effekt und so weiter und so fort. Das ist schon aufwendig zum Betreuen teilweise. Aber auch da gibt es eine App, die finde ich wirklich sehr gut ist. Es gibt, glaub, wie heißt du, Gloomhaven Gloomhaven Helper, Helper. ja genau. Haben wir auch verwendet. Kostenlos. Ah. Lässt sie auch gut synchronisieren. Das heißt, wenn die einen auf der einen Seite vom Tisch sitzen und die anderen auf der anderen Seite vom Tisch sitzen, dann kann jeder auf einem Handy sehen, okay, das Monster hat so und so viele Lebenspunkte. Es ist wirklich, wirklich gut gemacht, diese App, und macht es wirklich leichter. Natürlich haben die Karten auch ihren Charme, aber die App ist auf jeden Fall zu empfehlen. Genau, man kann sich, glaube ich, damit sogar sparen, dass man markiert, welche Locations man schon besucht hat. Ach Weil so. das kreuzt ja normalerweise auf der Map an, auf diesen Aufklebern. Oder sollte man, dass man sich halt merkt, was habe ich schon besucht oder welche Schätze habe ich schon geöffnet. Da gibt es ja dann auch Okay. diese Liste, wo man dann ankreuzt, den Schatz habe ich jetzt schon ins Deck reingemischt und so weiter. Und mit der App lässt sich das, wenn man es drauf anlegt, auch umgehen. Okay, ja, ich glaube, da hast du ja schon ein bisschen eine fortgeschrittene Version davon gehabt. Bei mir war es eigentlich nur während den Szenarien. Die haben sehr oft geupdatet. Also ich kriege jetzt immer nur Updates am Handy dauernd für die App irgendwie. Ah, okay. Also ich glaube, da ist einiges Ja, passiert und das seit. ist wirklich super. Wir haben nochmal eine Frage, sind die Monster genauso speziell wie die Klassen? Ich würde schon sagen. Also man kennt die Monster zwar dann schon auf Dauer, manche Monster sind ja relativ selten, aber die sind so doch sehr unterschiedlich zu handeln. Und auch die Klassen sind wirklich sehr unterschiedlich. Ja, und auch die Monsterarten würde ich jetzt sagen. Also du fängst zwar schon mit den üblichen Banditen an, aber du hast ja dann diese Rassen im Spiel, wo es natürlich auch böse Versionen gibt. Das sind Genau. halt auch diese, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie es heißen. Aber es geht halt dann mit Skeletten weiter und dann gibt es halt wirklich krude Geister ja, und Kombinationen. Elementare. Und also ich würde schon sagen, dass die Monster ein bisschen spezieller sind. Es gibt manchmal so ein paar Gruppen, die öfter vorkommen, zum Beispiel eben so Banditen, da gibt es Bogenschützen, gibt es Guardians, gibt es sonst noch was. Und Genau. genauso auch von den Feen und anderen Dingen. Da gibt es immer wieder so kleine Gruppen, die haben dann ein bisschen was gemeinsam, aber sie unterscheiden sich sonst schon relativ stark voneinander. Zur Mechanik. Also, ich finde eben gerade den Schwierigkeitsgrad bei Gloomhaven ist sehr gelungen. Es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade und es ist auch angepasst, also die Schwierigkeitsgrade geben quasi das Monster-Level vor und das Szenarienbuch gibt einem vor, was für Monster am Spielplan sind. Je nachdem, wie viele Charaktere gespielt werden, sind unterschiedliche Monster, also sind unterschiedliche Menge an Monster, beziehungsweise mehr Elite oder weniger Elite-Monster im Spiel. Und der Schwierigkeitsgrad erhöht teilweise das Level der Monster. Und ein schwerer Schwierigkeitsgrad ist, finde ich, also wir haben schon sehr viel gespielt, also nachdem wir halt doch irgendwie schon, also ich jetzt 25 Szenarien, die anderen teilweise 60, 80 Szenarien gespielt haben, wir haben da doch schon relativ viel Erfahrung mit dem Spiel gehabt. Und am Anfang sind die höheren Schwierigkeitsgrade auch wirklich sehr schwer. Ja. Später geht es ein bisschen leichter, wenn man dann schon gewisses Equipment hat oder die Charaktere schon besser kennt, bestimmte Sachen verbessert hat, man besser weiß, wie die Gruppe miteinander interagiert. Und dann wird es ein bisschen leichter. Natürlich ist es auch so, wenn man es früher auf einem höheren Schwierigkeitsgrad schafft, dann kriegt man meistens ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Erfahrungspunkte und Womit schafft man es dann sie, später ein bisschen genau, leichter. womit man sich neue bessere Items kaufen kann und so weiter Genau. und so fort. Und der Schwierigkeitsgrad bzw. das Level der Gegner ist eben, weil das hast du vorher schon mal angesprochen, dass man ja immer Leute mit reinnehmen kann, trotz Kampagne.
es gibt einfach im Regelbuch so eine kleine Formel, wo man die Levels der verschiedenen Charaktere zusammenrechnet. Also es ist egal, ob Level 1er mit einem Level 9er zusammenspielt. Genau. Oder es sind lauter Level 8er, es kommt. Ja, ja, Also ich glaube, der Level 1er kann teilweise sehr viel aufs Maul kriegen dann, aber ja, da muss er durch. Ja, aber es du hast halt dann, du rechnest irgendwie den Durchschnitt aus und, genau, und dann ist halt das Monster-Level eher niedrig. Trotzdem, ja, dass vielleicht ein Level 9er drin ist, wenn genau der Großteil vom Rest der Gruppe eher niedrig ist oder so. Ja. Also es funktioniert. Ja. Auch das. Was ich auch sehr gut finde am Schwierigkeitsgrad, eben, man kann es selbst dann ein bisschen schwerer und leichter machen. Zum Beispiel, wenn Monster sterben, hinterlassen sie Münzen. Mhm. Und wie wir eben vorher schon gesagt haben, du legst immer Karten hin. Du legst immer zwei Karten auf einmal. Das eine ist mehr so für die Bewegung, das andere ist meistens mehr so fürs Angreifen. Manche haben das ein bisschen gemischter, manche Charakterklassen. Aber wenn ich jetzt mir mehr Zeit nehme, um zum Beispiel zu looten, um manche Münzen aufzusammeln oder schaue, dass ich irgendwo eine Kiste kriege, dann mache ich mir das Spiel automatisch schwerer. Weil die Karten, die laufen aus und jedes Mal, wenn man durchs Deck durchkommt, muss man eine Karte für die Runde komplett permanent rausnehmen. Genau. Und wenn die aus sind, ist der Charakter tot. Das heißt, je länger ich mir Zeit nehme, je mehr ich looten möchte, desto schwerer wird das Spiel. Und es ist, also alles zu looten ist aufwendig. Ja. Und wenn du effektivere Lootkarten verwenden willst, dann machst du dein Deck ein bisschen schlechter, weil die Lootkarten sind meistens nicht so gut. Keine gescheiten Angriffe drauf haben, genau, oder wie auch immer, ja. Also das finde ich ist auch hervorragend für den Schwierigkeitsgrad, genau, weil es eigentlich immer schwierig ist dadurch. Ja. Also du musst wirklich jede Aktion, die du machst, gut überlegen. Ja. Und weil du gerade fragst, ja, die Karten sind sozusagen deine Lebenspunkte, Schrägstrich Timer. Genau. Wenn die Karten aus sind, also sprich, wenn ich muss mindestens zwei Karten ausspielen können, damit ich meine Aktion mache, und wenn das nicht mehr geht, bin ich K.O. Und dann, ja, bin ich ausgeschieden. Ja. Nimm es als Ausdauer. Stimmt, Lebenspunkte gibt es extra. Ja, stimmt. Ja. Wenn die Lebenspunkte aus sind, verliert man zusätzliche Karten. Das, genau, kann aber dann irrsinnig schnell gehen. Ja, genau. Nimm es als Ausdauer, weil es heißt auch beim Spiel nicht, dass der Charakter dann tot ist, sondern dass er K.O. ist, eben wenn die Karten aussandt. Also von daher Ausdauer. Genau. Es wird gar nicht gewürfelt im Spiel. Man hat, also jeder Charakter und auch die Monster haben ein Deck, wo man immer zieht, je nachdem. Dann kriegt man mal plus 2 auf den Angriff oder mal minus 1 oder man trifft gar nicht oder man hat einen kritischen Treffer. Genau, oder sie bewegen sich nur. Sie bewegen sich nur, manchmal macht man zusätzliche Elemente, die andere Angriffe verstärken oder man kann den Gegner eben betäuben oder andere Effekte draufgeben. Jeder Charakter oder eigenes so ein Deck und auch die Monster haben ein Deck für alle Monster. Genau, eine Monsterklasse hat sozusagen ein Deck. Also es gibt jetzt zum Beispiel verschiedene Monsterrassen. Aber in jeder Rasse gibt es jetzt einen Bogenschützen und dann nimmt man einfach das Deck Bogenschütze. Genau. Also sie haben ein eigenes Deck zum Würfeln. Das ist komplett für alle bösen Monster. Mhm. Aber was die Kreaturen machen, hat jeder ein eigenes Deck. Genau. Genau. Und auch manche Dungeons sind sehr besonders und erhöhen den Schwierigkeitsgrad. Und manchmal kann es natürlich oder machen es leichter, manche Dungeons sind ein bisschen leichter, manche sind ein bisschen schwerer. Und natürlich, was man da zieht, kann auch manchmal schwieriger sein oder leichter sein. Also manche Monster haben bestimmte Angriffe, die sind wirklich hart. Und wenn die halt öfter gezogen werden, dann wird es auch ein bisschen härter. Mhm. Aber ich finde es nicht so tragisch. Also ich finde es nicht so von wegen, okay, jetzt haben wir da schlecht gezogen, das werden wir unmöglich schaffen. Das, genau, stimmt eigentlich nicht. Genau. Da muss schon wirklich mehrere blöde Zufälle zusammenkommen und vielleicht nur irgendwann mal ein riskanter Zug drinnen gewesen sein, dass es wirklich, okay, ob jetzt haben wir einen Hard Mode aktiviert oder sowas. Ja. Also so finde ich das randommäßig auch ziemlich gut, okay, gelöst bei dem Spiel. Diese Modifikationsdeck sozusagen. Genau. Ich mache einen Angriff, da steht drauf, der macht jetzt 3 Schaden und das kann eben nur modifiziert werden. Mit plus 1, minus 2 und man kann auch dieses Modifikationsdeck kann man sich durch aufleveln aufbessern. Ja. Also ein bisschen Deckbuilding. Also eigentlich ist es sowieso ein bisschen Deckbuilding, ja, durch deine Handkarten und da hast du dann nochmal so einen Aspekt, weil du eigentlich 2 Decks mehr oder weniger hast.
Wie findest du generell so das Level-System in Gloomhaven? Ja, mir hat es taugt. Also ich find's extrem cool. Es gibt mehrere Arten und Weisen, seinen Charakter zu verbessern. Ja. Aber eigentlich jeder eigene Schritt ist schwer. Also du musst dir die Erfahrungspunkte richtig erkämpfen. Mhm. Du musst dir das Geld richtig erkämpfen. Ja, vor allem das Geld. Weil man es auch nicht zusammentauschen kann, sondern ja. Also hat jeder sein eigenes Geld. Und man will ja. Eben, weil es so schwierig ist, zusammenzukriegen, will man eigentlich schon gierig sein. Weil sonst kommt man selbst nicht vorwärts. Ja, es gibt da auch sogar Ziele, dass genau. Man eine gewisse Anzahl an Münzen erreichen muss. Genau. Also, ja, man darf und will gierig sein. Man ist es zwar kooperativ, aber genau. Es darf schon jeder ein bisschen egoistisch dann dabei sein. Zumindest beim Loot. Und es ist eigentlich egal. Also es gibt mehrere unterschiedliche Arten, seinen Charakter zu verbessern und jeder einzelne Schritt ist zart, aber jeder einzelne Schritt ist ziemlich toll. Also zum einen kann man eben Erfahrungspunkte sammeln und dadurch einfach hochleveln. Dadurch kriegt man neue und tolle Fähigkeitenkarten, die man dann austauscht mit schlechteren. Mhm. Und meistens kriegt man auch pro Level 2 zur Auswahl und man muss sich halt für eins davon entscheiden. Das ist ein toller Art und Weise hochzuleveln, wie gesagt. Das wird wahrscheinlich nicht jede Runde passieren, bei manchen Charakteren sogar überhaupt über mehrere Szenarien, weil es die schwer haben, Erfahrungspunkte zu kriegen. Dann gibt es das Modifikationsdeck, was du dir ausbessern kannst. Da gibt es diese Checkmarks, die man eben durch so Goals kriegt oder hin und wieder über die Map. Miniziele, die man am Anfang vom Abenteuer zirkt, die kann man dann auch nochmal extra verbessern. Dann kann man Karten an sich nochmal verbessern. Genau. Nicht steht, der Angriff macht 3 Schaden plus 1, sondern 3 plus 2 oder plus 3, da klebst du einen Aufkleber drauf, das kommt dann irgendwann einmal später im Spiel. Genau, das kann also man kann Karten permanent verbessern, kostet aber sehr viel Geld. Mhm. Aber ja. Mhm. Die Gegenstände sind auch nicht so leicht zu kriegen, haben aber meistens nicht den enormen Effekt eigentlich sogar. Also manche sind zwar ganz gut, aber sie sind nicht so essentiell wie andere Sachen. Stimmt. Also das Kartenziehdeck, also das Würfeldeck sozusagen abzugraden ist sehr toll und das ist auch für jeden Charakter anders. Mhm. Und ja. Und die Handkarten hat man alle auf der Hand. Also du ziehst nicht deine Karten nach, die du spielst, sondern hast dein komplettes Deck im Prinzip jederzeit verfügbar. Genau, wenn wir gerade eine Frage gekriegt haben. Ja, so 9 oder 10 Karten sind. Genau. Also es ist unterschiedlich von Charakter zu Charakter. Manche haben 8, manche haben sogar 12. Mhm, stimmt. Und eben, wenn man diese Handkarten gespielt hat, sind sie erst einmal im Ablagestapel und wenn man alle Handkarten los ist, dann wird eine permanent für diesen Dungeon rausgenommen und man spielt mit den restlichen wieder von vorne los. Genau, es gibt dann so ganz krasse Fähigkeiten, wo man, glaube ich, welche, die aus dem Spiel komplett raus sind, trotzdem wieder auf die Hand zurücknehmen darf, aber das ist halt wirklich was Besonderes dann. Was leider nicht so besonders ist, was wir auf jeden Fall als ein bisschen overpowered gefunden haben, sind die Ausdauertränke. Mhm. Also es gibt Ausdauertränke, die gibt es eigentlich von Anfang an. Und es gibt dann später ein bisschen bessere Ausdauertränke. Und mit denen kriegt man einfach Karten wieder auf die Hand zurück. Mhm. Und gerade wenn man höherlevelige Karten hat, kann man die halt deutlich häufiger spielen. Mhm. Und die sind einfach wirklich sehr, sehr stark. Also sie sind auf jeden Fall stärker wie manche andere Items, obwohl es eigentlich recht simpel ausschauen. Stimmt. Ja, also das Level-System ist super, gefällt mir sehr gut. Ja. Gibt generell wenig auszusetzen. Ja. Wiederspielbarkeit. Haben wir uns aufgeschrieben. Braucht es wahrscheinlich eher nicht bei also, der Länge der Kampagne. Also, wie ich schon mal erwähnt habe, es gibt ja diese Removable Stickers, aber in Wirklichkeit wahrscheinlich, wenn du das Spiel einmal durch hast. Dann spürst du es vielleicht erst wieder, wenn dein nächstes Kind 14 Jahre alt worden ist oder sowas in die Richtung. Ja, genau. Also, ich glaube, wenn du da mal die Kampagne durch hast, dann wirst du zumindest die Kampagne wahrscheinlich nicht nur mehr spielen. Aber wenn man jetzt von einem einzelnen Abenteuer ausgeht, wenn ich sage, gescheiter, dann darf ich mir ja gewisse Sachen auch behalten. Genau. Wo man halt quasi sogar ein bisschen grinden fast schon kann, aber muss man nicht. Ja, braucht man mal nicht. Eine Wiederspielbarkeit eines einzelnen Abenteuers ist definitiv da. Finde ich auch. Es macht sofort, dass du denkst, okay, da bin ich gescheitert,
das machen wir jetzt diesmal so und so. Also man ist sofort wieder drinnen, dass man motiviert ist und jetzt knackig ist. Also von daher. Und die Dungeons sind auch so unterschiedlich, dass es eigentlich doch jeder Dungeon wieder besonders und toll ist. Also ich finde die Wiederspielbarkeit in dem Sinne von, hey, wir machen den nächsten Dungeon, der ist recht groß. Weil, ja, die unterschiedlichen Szenarien sind sowieso anders. Ja. Und zwar sehr. Stimmt. Finde ich sehr gut. Stimmt. Stimmt. Unterschiedliche Spielerzahl haben wir eh schon öfter gesagt. Von bis, inklusive Solo-Szenarien. Ja, es gibt, glaube ich, einiges an Zusatzmaterial. Also ich glaube, es gibt dann auch noch zusätzliche Klassenszenarien, die man sich runterladen kann. Ja. Es gibt sehr viele zusätzliche Sachen. Das ist auch recht cool gemacht. Mhm. Für Supporter. Das stimmt. Es gibt da Add-on sogar. Ja. Habe ich aber nicht gespielt. Na, kauft natürlich. Also ich weiß nicht, ob es das du gekauft hast, aber man muss ja immer alles haben. Er ist ja halt eine neue Klasse dabei und eine zweistellige Anzahl an Szenarien wieder, ob man es braucht. Ja, zu den Klassen kann man nur dazu sagen, also ich finde die Klassen sehr unterschiedlich. Ja, die sind extrem unterschiedlich. Und sie sind echt cool zum Ausprobieren. Es ist einfach jede anders. Und da je nachdem, wann du beim Hochleveln andere Entscheidungen nimmst, dann spielt sie dir auch ganz anders. Und sie sind aber nicht gebalanced, finde ich. Also manche sind stärker, manche sind schwächer. Manche sind stärker in Kombination mit anderen Mitgliedern. Manche sind einfach ein bisschen schwächer, speziell wenn sie halt bestimmte Teammitglieder nicht dabei haben. Aber das macht das Spiel nicht uninteressant. Also, nein, es bleibt im Großen und Ganzen trotzdem nur gebalanced. Genau. Also wir haben es zum Beispiel bei unserer Kampagne jetzt nicht so gespielt, dass wir geschaut haben, dass wir einfach die besten Charaktere nehmen, sondern immer das, was gerade lustig war. Und es war immer wer dabei, der ein bisschen versucht hat, Herausforderungen zu holen, hat dann auch wieder irgendeine genommen, wo sie dachte, der ist schwächer, aber effektiv hat er dann auch cool spielen können und es war auch gut. Mhm. Die Charaktere sind echt super. Gut, ja, jeder einzelne eigentlich. Ja. Weil sie komplett anders spielen. Ja. Und auch interessant spielen. Also auch jetzt nicht immer nur diese Standardmechaniken, sondern auch wirklich subtil. Oft. Ja. Ja. Vor allem magisch begabte Klassen. Aber auch, ja. wenn man jetzt einen Charakter anfängt und man sagt, der ist mit Sicherheit ein Tank, Krieger, und trotzdem auf einmal hat er Fähigkeiten drin, wo du sagst, das kann man auch damit machen. Ja. Gibt es viele Möglichkeiten für die unterschiedlichen Charaktere. Es ist auch so, dass man dann irgendwie einen Charakter so spielt, dass man eigentlich meistens die obere Fähigkeit nimmt und eigentlich die untere schon fast vergisst. Mhm. Aber in Wirklichkeit kann man die untere Fähigkeit auch für irgendwas recht cool nehmen, weil man muss ja dann für einen anderen Zweig sozusagen entscheiden. Genau. Und das geht aber auch gut. Man kann es ja umentscheiden, was ich auch sehr interessant finde. Also ich plane jetzt zum Beispiel, dass ich sage, Karte A Fähigkeit oben, Karte B Fähigkeit unten und mache es aber dann, weil sie in der Situation schon was geändert hat, weil sie mit Initiative auch funktioniert. Ja. Also auf jeder Karte steht eine Initiative-Nummer, auch bei den Feinden und in der Reihenfolge kommen die dran und man weiß ja dann eigentlich nicht genau, wenn man drankommt. Also ich nehme jetzt vielleicht eine Karte mit niedriger Initiative und einer hat aber vielleicht nur niedriger und da kann sich was geändert haben und dann kann ich mich umentscheiden. Also ich nehme vielleicht von der Karte doch die untere Variante, weil jetzt einfach zuhauen nichts mehr bringt, weil der Gegner sich wegbewegt hat, aber ich kann zumindest dann noch gehen und mit der anderen Karte nur ein bisschen einen leichteren Schlag machen, aber immerhin zum Beispiel. Also die Initiative ist auch sehr gut gemacht, also echt, das ist teilweise, das verändert den ganzen Spielzug teilweise extrem, wenn auf einmal ein Monster recht viel schneller dran ist und auf einmal ein riesiges Schild aufzieht, dann hackt man auf das nimmer, obwohl es eigentlich recht wichtig war, das jetzt auszuschalten. Oder so. Genau, genau. Und es gibt, soweit ich mich erinnern kann, auf jeder Karte auch noch so eine ganz Standard-Aktion, die ich irgendwie immer machen kann, wenn ich sonst überhaupt nichts dran kann. Also einen schwachen Angriff oder eine schwache Bewegung kann man immer machen. Genau, also ich kann immer ein paar Schritte gehen, aber wenn ich eigentlich keine Karte mehr habe, mit der man noch gehen kann, das ist ja dann wenig, aber ja, besser als ein starrer Schädel. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen? Naja. Ja. Wird mir schon ich wollte das gleiche sagen, aber mir fällt es jetzt auch nicht mehr ein. Ah ja, genau, manche Charaktere, also die Handkarten sind halt gleichzeitig auch so die Ausdauer im Spiel, bis man halt dann K.O. geht. Manche Charaktere haben aber eben viele Karten und haben aber dafür Fähigkeiten, wo man die Karten permanent abwerfen muss.
Und das ist eine schwere Entscheidung, weil effektiv reduziert man seine Lebensdauer enorm. Ja, also die krassen Fähigkeiten, die sind teilweise wirklich sofort weg, ohne dass man irgendwie die Chance hat, durch einen Rast wieder auf die Hand zu nehmen. Also gibt es ja einige davon. Die so bum tschack und dann wieder schauen. Ja. Also nicht nur mit den Gegnern, sondern auch mit der Karten. Powerful Karten. Ja. Ja, ja, so ist es. Unser Fazit ist top. Ist ein super Dungeon Crawler. Gefällt mir sehr gut. Preis-Leistung, wunderbar. Ja. Musst du nur ein bisschen was zum Sortieren überlegen. Ja, und da gibt es aber einige Tipps auf diversen Foren oder Support ist sehr gut, so, ja. Tolle Apps, ja. Die Frage ist nur, was nächste Woche, also in zwei Wochen präsentiert wird, das ist Vast Crystal Caverns. Ja, ist ein sehr besonderes Spiel. Ich glaube, du kennst das noch nicht. Ich kenne es gar nicht. Es ist ein wahnsinnig asymmetrisches Spiel. So ein asymmetrisches Spiel. Wirklich, wirklich besonders. Ja, jeder Charakter spielt sich komplett anders. Du hast gesagt, das ist irgendwie von Root, oder? So der geistige Vorgänger oder wie auch immer. Genau, das war, also Root ist ein neueres Spiel von dem gleichen Hersteller. Ja, kennt man ja. Oder hat man sicher schon mal gehört, wenn man gern Brett spielt. Ja, du warst da davor. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kenn's überhaupt nicht. Also den Namen habe ich schon mal gehört. Ja. Und du hast mir gefragt, warst du gern dabei, wenn wir das Review machen? Und ich habe gesagt, natürlich. Ja. Mach mal. Hat nur irgendwer Fragen zu Gloomhaven? Ich glaube, jetzt haben wir eh sehr ausführlich darüber gesprochen. Ja, das Spiel, kann man auch lang drüber reden. Ja. Denn im Spiel ist alles groß und lang. Und besonders. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, lasst uns auch gerne dann auf dem YouTube-Kanal einfach einen Kommentar übrig. In zwei Tagen werde ich es dann auf YouTube stellen. Genau. Der nächste Livestream wird dann wieder Unknown Armies sein. Unser Pen and Paper Livestream. Nächste Woche am Samstag. Genau. Okay, dann danke fürs Zusehen. Ja, ich sage auch danke. Und ciao und bis zum nächsten Mal.